Willkommen zurück zu Der Sky und diesmal mit einem ganz neuen Format. Ich nenne es die Zusammenfassung von DCN. Ob das jetzt gestört, gut oder schlecht ist, ich habe keine Ahnung. Zieht's euch einfach selber rein. Ja, wir saßen halt oben auf dem Felsen, im Freibad, ganz normal, wie immer, an jedem Sommertag. Und heute hatten irgendwie alle den Fetisch, so ihren großen Zeh hinten so in diese Lücke reinzustecken, wo man die Arschritze ein Stück raussieht. Und dann bleibt halt die Badhose so ein Stück offen. Und da hat der André mir richtig reingerotzt. Beziehungsweise halt nur so Hälfte an meinem Finger hängen geblieben und die andere Hälfte ist rein nur. Aber deswegen ist er dann erstmal schön ins Wasser geflogen. Da, weißt du was, das ist ja bloß der Anfang, ne? Das, weißt du, ich gönn mir ja pro Tag 10 Pornos und da habe ich das auch schon mal gesehen, ja, dass man halt jemanden ins Anus spuckt, damit dann was rein, damit das, verstehst du? Ne, ich habe Kleidcreme. Soll ich mit Kleidcreme machen, also meine Freundin einschmieren und dann reinstecken? In meinem Arsch, genau, reibe mich selbst mit Kleidcreme ein und stecken was in den Arsch, geil. Wütend. Er hat 2 oder 3 Mal schon Spiele deinstalliert, nur weil er so hardcore ausgerastet ist. Ich erinnere mich das erste Mal an Company of Heroes, wo er sein Spiel deinstalliert hat, weil ich ihm platt gemacht habe. Danach CSGO, glaube ich, 2-mal? Einmal. Okay, waren so 2-mal, aber egal. Und letztens hat er wohl Minecraft gespielt und Handling, dein Einsatz? Ja. Ich bin da mit guter Laune raus in die freie wilde Natur gegangen und hab mein Leben genossen und dabei gedacht, wie ich Sky am besten umbringe. Also, mit guter Laune sieht das so ungefähr so bei ihm aus. Gute Laune, ne? Schöne Laune. Das hier ist kein Ausschnitt von seiner Wand, sondern von seinem Schreibtisch. Hier sehen wir schön die Einschnitte. Hier in dem Bereich geht das dann so. Ich denke mal, also hier natürlich auch, ne? Ich denke mal, wir können dann hier so seinen Faustbereich, sein Handbereich hier so abdecken. Ah, Leute, Alter. Dann machen wir das so ein Copyright-Zeichen. Ein Copyright bei H4. Mal gucken, ob ich den Namen noch so hinbekomme. Kriegen wir. Der will einfach kein I machen. So, Handling. Jetzt ist das zwar ein J. Machen wir einfach ein J hier hin. Handling. Was auch immer. Auf jeden Fall sehr amüsant, wie ihr hier seht. Aber naja. Sein Tisch wird zwar kraften. Ich glaube, das hier ist ein typischer Ikea-Tisch. Kommt der aus Ikea? Oder kommt der von Ikea? Ja, Ikea, ja. Machen wir mal so Ikea. Hier. Werbung, dafür kriege ich dann so, keine Ahnung, 1 Euro mal mindestens mal 1000, also pro 1000 Aufrufe, also ein Aufruf 1 Euro von Ikea, safe, kriege ich da Rabatte für meinen neuen zusammengepressten Holztisch, den ich nicht brauche. Und naja, ich denke, damit bin ich ganz zufrieden. Hier ist dann Handling sein Kanal noch, falls ihr noch mehr Ausraster sehen wollt, könnt ihr natürlich auch auf meinen Kanal gehen. Ich kann mich ja mal selber googeln, da kriege ich wieder Aufrufe und freue mich. Du kannst ja wieder selbst liken. Ich like mich wieder selber. Handling, deine Schwert ist mal ansatzweise witzig. Das ist einfach nur... Also ich finde das unheimlich witzig. Handling, ich hab geschenkt für dich. Du bist so hässlich, Alter, was du kotzt! Ich hab Alter! Du bist kotzt in die Hölle! Ich hab es Nein! Das gibt es nicht! Das hab ich gelastet, ey. Skizzen had the most wins 25 in the real yeah. Was? Ich hab jetzt echt kein Wort verstanden. Paul, was hast du denn? Einfach nur. Ah. Gulisch. Hopp. Yeah, Paul, halt dein Maul. Du stinkst aus dem Maul wie ein Gaul. Komm mal klar, halb sich hoch, du denkst, du wärst ein Pro. Ein CSGO. Paul, krieg dich in die einzigsten Klicks, die du gibst. Sind die vor dem Münchner Pass-Shooting. Jo, du bist so hässlich, hast viertes Bein. Wenn du kommst, brennen die Mädels ganz schnell heim. Dumm wie Stroh, hässlich wie die Nacht.
Was haben deine Eltern nur falsch mit dir gemacht? Dumm, naiv, verpennt. Wegen dir haben sich wahrscheinlich deine Eltern auch getrennt. Nächtlich, gehässig, bespuckt, geschlagen. Vier Wörter in dein Arm, wie Narben. Realschule, in der 10. Klasse. Hocktest du allein in einer Seitengasse. Warten auf Kundschaft, das Geld musste ran. Dein Vater sagte stets, lass ja auch die Männer heran. Vollgewichst lagst du in der Ecke. Bis der gute Handling kam und gab dir eine Decke. Du weintest laut und rastest sie aus, schautest mich an und schlitzest mich auf. Ich guckte dich übertrieben lächelnd an und sagte, du Hurensohn bist ganz schön arrogant. Deine Seele eins nur noch zu, in deinem Herzen eins Amoklauf und Co. München, 2016. Paul schoss sich durch die Menge und warf sich vor dem Zug wie Robert Enke. Ja, yeah, Paul. Ich hoffe, du bist einigermaßen zufrieden damit. Ich bin's nämlich nie, aber ja, ich bin ja auch kein Profi-Karrieren-Rapper, so wie unser lieber Upper Red. Tut mir leid. Aber ich hoffe, du lässt es durch. Oh! In dein Gesicht, du Biatch!